das Geld kann zwar Bewertungsgewinne erzeugen, nicht von den Aktienkursen sich verdreifachen, scheint das Geld zu arbeiten. Weil wenn ich es rechtzeitig verkaufe, habe ja ich gewonnen. Aber nur wer andere verloren hat, der sich gerade blöd verkauft hat. Ja? Da werden keine Werte netto geschaffen. Und zurückzugehen zu einer Spielanordnung, wo unternehmerisches Verhalten im Vergleich zur Finanzalchemie auf allen Ebenen wieder besser gestellt wird. Das sind steuerliche Dimensionen, das sind Dimensionen der Rolle des Staates bei der Verbesserung der Infrastruktur, des Bildungswesens und. Ich habe jetzt vorher nicht auf die Uhr geschaut, deswegen... Bis 21 Uhr. Wie lange soll ich 20 Minuten. Hast du mich interessant, ich sehe, wo ich spiele, lang es dauert. Ja, gut. Ja. Okay, nein, aber es soll ja dann es geht noch. Es soll noch ein Palaver auch geben. Okay, dann 20 Minuten circa. Okay, gut. Also. So, also habe ich jetzt schon irgendwo über meine Krisenbeschreibungen verdeutlicht, dass ich sehr vereinfacht gesprochen eben zwei Spielarten von Kapitalismus unterscheide. Die eine Spielart nenne ich Realkapitalismus, weil die Anreizbedingungen oder Rahmenbedingungen so gesetzt sind, dass sich das Profitstreben im Wesentlichen nur in der Realwirtschaft entfalten kann. Also man kann es bildlich so ausdrücken, das Profitstreben ist sowas wie die zentrale Energie im Kapitalismus. So ist der nun einmal der Kapitalismus. Und ob ich jetzt aber diese Energie auf Turbinen der Realwirtschaft lenke, indem ich die Rahmenbedingungen für die Finanzvermehrung extrem einschränke. Und das konkrete Beispiel sind natürlich die 50er und 60er Jahre. Oder China heute. Also feste Wechselkurse, niedrige Zinssätze, stabile Rohstoffpreise, schlafende Aktienbörsen. Wenn das alles gleichzeitig erfüllt ist, dann kann sich das Kapital nur in der Realwirtschaft vermehren. Ich mache immer ein einfaches Beispiel, wenn jemand 500.000 Schilling 1965 geerbt hat. Ja, wenn das nur finanziell anlegt, dann war nichts. Wenn man nicht so 3% Zinsen oder 3,5% für Sparbücher kriegt oder von einer Staatsanleihe, vielleicht waren es 4%. Aber damit war es schon. Man hat weder mit Wechselkursen noch mit Derivaten spekulieren können und etc. Und Wirtschaftswunder passiert dann, wenn ein System so geschlossen den kapitalistischen Vermehrungsdrang auf die Realwirtschaft lenkt, wie es eben in den 50er Jahren der Fall war. Und warum war das in den 50er Jahren der Fall? Ja, wegen der Weltwirtschaftskrise davor. Nicht? Zwischen Krise und Prosperität besteht da sozusagen ein Wechselspiel. Wenn eine Krise ganz verheerend ist, und die Weltwirtschaftskrise war die größte Krise der Neuzeit oder seit es den Kapitalismus gibt natürlich. Und die war eben so verheerend, einschließlich ihrer politischen Konsequenzen, die letztlich in den Weltkrieg führten, dass auch das Lernen relativ gründlich war. Und man hat analysiert, was ist da eigentlich passiert im Verhältnis der Länder gegen zueinander. Der Krieg, der Wirtschaftskrieg der 30er Jahre, also Protektionismus, Abwertungswettläufe, und hat pragmatisch daraus geschlossen, also das wollen wir nicht mehr. Machen wir feste Wechselkurse. Der Herr Keynes war sozusagen der wissenschaftliche Legitimator, der also quasi Theorien dazu entwickelt hat, warum das auch theoretisch richtig ist. Aber gewisse Dinge hat leider der Keynes theoretisch nicht fundiert, weil er keine Zeit gehabt hat, weil er schon Herzkrank war. Und das sind genau die Dinge, wo dann die Gegen Revolution der Neoliberalen eingesetzt haben. Das war die Freiheit der Finanzmärkte. Nicht? Der Keynes hat de facto argumentiert, Finanzmärkte bitte ruhig stellen, Gütermärkte durchaus liberalisieren. Aber so wunderbar die Formulierungen von Keynes sind in seiner Theorie über Spekulation, die köstlich zu lesen sind, da muss man nicht Ökonom sein, die sind einfach auch sehr witzig, ja. Kapitel 12 aus der allgemeinen Theorie, eine theoretische Fundierung war das nicht. Das waren blendende sozusagen Beschreibungen, wie beschuldige Spekulanten von Zeit zu Zeit sind, was sie auch sind. Und der Keynes konnte das beschreiben, weil er ja selber auch ein Spekulant war und sozusagen ein Versicherungsdirektor nebenbei bemerkt.
Und daher eigentlich mit diesen Finanzmenschen, das sind die, die er zutiefst gleichzeitig verachtet hat, ich meine, 25 Jahre lang zu tun hatte, er wusste, worüber er da schrieb. Ein bisschen wie der Schorbosch, der ist ja sozusagen aus der Finanzwelt kommend und daher sich vielleicht besser auskennt als manche neoliberale Theoretiker. Und ja, dieses Lernen aus der Krise nahm eben die Gestalt der sozialen Marktwirtschaft an, diese Grundvorstellung, dass zum Beispiel Gegensätzliches integriert werden muss. Also Konkurrenz, ja, der Kampf der Einzelnen gegeneinander, das ist schon eine gute Sache auf den Gütermärkten, weil die Konkurrenz kann Kreativität freisetzen, Effizienz steigern und so weiter. Aber nur Konkurrenz ist nichts, ja, sondern daher soziale Marktwirtschaft. Wir brauchen sozusagen ein zweites System, das war konkret der Sozialstaat, das eher für den Zusammenhalt sorgt, wo Kooperation sozusagen der wichtigere Steuerungsmechanismus ist. Und das ist so, wie kommt mir ja vor im menschlichen Leben auch. Ja. Je mehr es einem gelingt, die Widersprüche, die es auch in jedem Charakter gibt, zu integrieren, statt zu sagen, das eine spalte ich ab und jetzt dem anderen gebe ich Vorrang, desto eher gelingen die Dinge. Ja. Yin und Yang, also ich will jetzt nicht philosophisch werden, aber da ist schon was dran, meiner Meinung nach. Ja. Jetzt mache ich einen Sidestep. Die neoliberale Theorie ist genau das Gegenteil. Die neoliberale Theorie will aus einem Prinzip, logisch ist es natürlich super, das kann man mathematisieren, nur aus dem Prinzip der Konkurrenz auf Märkten, wo es nur Individuen gibt, wo es keine Gesellschaft gibt, ein sozusagen in sich geschlossenes Weltbild formulieren. Als Weltbild ist es schon durchaus gelungen, wenn ich so sagen darf, das Gleichungssystem. Ja? Nur ist es überhaupt kein Abbild dessen, wie Menschen in wirtschaftlichen Angelegenheiten miteinander umgehen. Ja? Und diese Verwechslung hat uns in eine furchtbare Krise geführt, weil es ist erlaubt, als Ökonom, sich was auszudenken. Zum Beispiel darf man ja auch eine Theorie des Schachspiels entwickeln. Alles nur okay. Aber wenn jetzt einer, der die Theorie des Schachspiels entwickelt, sagt, und das ist gleichzeitig das richtige Abbild gesellschaftlicher Verhältnisse, das in einem Feudalsystem mit König und dergleichen, ja, Bauern und so, ja, dann ist er eben, das ist gefährlich. Und genau das macht die neoklassische Theorie. Sie dürfen schon was Abstraktes sich ausdenken. Ich meine, ich habe dafür nicht Physikodien, aber okay. Ja. Aber wenn jetzt einer sagt, diese Welt, wo jeder gegen jeden konkurriert und der Preismechanismus ein allgemeines Gleichgewicht erzeugt, das ist die wahre Welt und daher kann ich aus dieser Luftschlosswelt die Anweisung erteilen, die Arbeitslosigkeit kann man nur bekämpfen, weil die Arbeitslosenunterstützung gesenkt wird. Das ist vollkommen logisch innerhalb dieser Modellwelt, aber die Modellwelt ist natürlich die Welt. Ja? Das ist das Problem. Aber die Modellwelt ist in sich so stark in ihrer logischen Konstruktion, dass man sie meiner Ansicht nach, also jedenfalls ist das meine Strategie, am besten, weniger irgendwelche logischen Widersprüche innerhalb des Systems aufdecken, als eben immer wieder zu zeigen, der Widerspruch zwischen der Modellwelt und was wir konkret beobachten können, geht ans Groteske. Zum Beispiel diese einfache Grafik zeigt uns nur die Aktienkurse in Deutschland, England und den USA. Und für jeden Ökonomen, der die herrschende Schule vertritt, ist schon diese Grafik eine ziemliche Beleidigung. Weil sie erkennen, dass eben das Phänomen der sogenannten Bullenmärkte, also dass innerhalb 3-4 Jahren die Aktienkurse verdreifachen, dann in einem Bärenmarkt wieder auf das Ausgangsniveau zurückfallen, dann sie wieder mehr als verdreifachen. Das war die das war bis 2000, der DAX ist besonders extrem, dann stürzt es ab zwischen 2003, dann geht es vor der Finanzkrise bis 2008 so rauf, dann geht es zack runter. Und
irgendwo hier habe ich dann mein Büchlein geschrieben, mit mir der großen Krise, die und die für Europa rum. Da muss man nicht gescheit gewesen sein, um zu sagen, dass wir bereiten nur den nächsten Absturz vor. Ist doch klar, dass hier, da war ja nicht viel dahinter in dieser Phase real.